in einer Reihe von diesen Standardisierungsgremien seit einer Weile tätig und denke, kann dann heute mal einen guten Blick aus der internationalen Sicht auf die Standardisierungsentwicklung geben und möchte dann mich eigentlich auf zwei konkrete Standards beziehen oder Standards in Entwicklung beziehen, die, wie ich denke, für Deutschland besonders interessant sind. Ja, zur Einleitung. Ich gehe immer davon aus, dass wenn wir den Weg, sagen wir mal, von dem isolierten Arbeiten mit BIM hin zu einem offenen, vielleicht auch herstellerneutralen Zusammenarbeit schaffen sollen, das, was wir uns alles so als Vision von OpenBIM vorstellen, dass das natürlich ein entscheidender Punkt ist, dass wir dafür entsprechende Standardisierung brauchen, und zwar auf verschiedenster Ebene, auf technischer Ebene, auf Prozessebene, aber sicherlich auch auf Verfahrensebene. Wir hier bei Building Smart sind ja schon eine ganze Weile dabei, eigentlich letztendlich Standards zu schaffen. Das sind Industriestandards oder manchmal nennt man das auch pränormative Standardisierung, also sozusagen die Dinge zu entwickeln, den Konsens zu schaffen, was insbesondere natürlich international ganz wichtig ist, weil einige dieser internationalen Standards haben ja durchaus auch chinesische oder koreanische, amerikanische oder was weiß ich, mexikanische Partner. Und da ist es sicherlich sehr gut, eine internationale Organisation zu haben, wo man sich schon mal auf einen gemeinsamen Konsens einigt, bevor man dann letztendlich in eine formale Abstimmung geht. Auf der anderen Seite, das ist sozusagen der sichere Hafen, wenn sich diese Standardisierung schon mal eine Weile gelaufen ist, dass man dann sagen kann, jetzt haben wir einen gewissen Stand, jetzt können wir ihn auch wirklich formal abstimmen und dann auch mit den entsprechenden ISO oder CEN oder DIN-Gremien normieren. Die Folie haben wir schon gesehen, das ist, sagen wir mal, also unsere Standardfolie, ein Standardwegweiser, wie die Dinge ineinander greifen, brauche ich jetzt nicht drauf einzugehen. Vielleicht noch einen Punkt, ich denke mal, das ist für einen Außenstehenden immer relativ verwirrend sozusagen, wie Standardisierung arbeitet mit den verschiedensten Gremien, gerade auf dieser internationalen Ebene. Da gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, wir haben zum Beispiel Building Smart auf der internationalen Ebene, wo wir auch beitragen, das ist jetzt wieder eine, sagen wir mal, eine NGO oder eine Nichtregierung oder eine Non-For-Profit-Organisation, die letztendlich solche pränumerativen Standards, wie zum Beispiel IFC normiert, es gibt auch andere Standards, die dann in einer sozusagen Liaison, also in einer, sagen wir mal, gegenseitigen Absprache der Zusammenarbeit mit den Normierungsorganisationen zusammenarbeitet, also in dem Fall ISO für internationale Standards und CEN für die europäischen. Das DIN wiederum kommt von der anderen Seite, ist jetzt sozusagen von der deutschen Regierung beauftragt, letztendlich die deutsche Normierung mit diesen beiden Gremien abzustimmen. Das ist sozusagen deren Einfluss. Und am Ende soll hoffentlich praxisrelevante, nutzbare Standards rauskommen. Also teilweise auf dem ersten Blick ein etwas nicht ganz so leicht zu durchschauendes Geflecht. Aber ich denke, es hat sich eigentlich gezeigt, dass wenn man den Weg richtig geht, wie man weiß, ich nehme das Beispiel mal bei IFC als ein Beispiel dafür, man eigentlich über diesen Weg auch sehr gut die internationale Standardisierung letztendlich steuern, auch teilweise auch beeinflussen kann. Also wenn so eine Organisation wie Building Smart eben auftritt, in ihre Liaison zu ISO einen Standard mit einzubringen und dort weiterzuentwickeln, dann gibt es eben die sogenannte Vienna Agreement oder das Wiener Abkommen, was sagt, dass CEN entweder sofort dabei sein kann oder aber im Eigenbeschluss existierende ISO-Standards übernehmen kann. Und wenn sich sozusagen auf der europäischen Ebene CEN einen solchen Beschluss getroffen hat, wo natürlich Deutschland über das DIN mitwirkt, wird es dann auch automatisch ein DIN-Standard. Das ist zum Beispiel mit IFC passiert, das ist seit März ein DIN-Standard geworden, nämlich die DIN EN ISO 16739. Kann man auch beziehen. Also das ist mal ein bisschen zum Verfahren. Jetzt, wenn man mal schaut, was sich in der letzten Zeit so auf den verschiedensten Ebenen an, sagen wir mal, so weltweiten Standards gerade entwickeln, haben sehr viele wirklich, sagen wir mal, den Ursprung in diesem Haus, wenn ich jetzt sagen kann, Building Smart, das ist dieses Haus, also die ganzen Fragen wie die Datenstandards, IFC, dann auch diese Methoden zum Definieren von Datenanforderungen, das, was man so als IDM oder Information Delivery Manual sieht, oder die sagen wir mal, die Struktur für die Datenstruktur von Katalogen. Aber wir sehen natürlich jetzt auch andere Entwicklungslinien, wie auch der Professor Steinmann schon sagte, gerade so aus England kommen, dieses Thema 19650, da werde ich nochmal im Detail drüber eingehen, weil diese entsprechenden Einsatz, also am Einspruchssitzung ja gerade beim DIN gelaufen sind. Und wir sehen aber jetzt auch über das CEN kommend eben auch eine eigenständige Initiative, einfach einen europäischen Standard zu schaffen, was dieses Thema der LOX, also DES, Definition, Development, Detail, wie auch immer, einmal normieren wollen. Vielleicht auch ein bisschen, um einen europäischen Gegensatz zu haben zu den sich immer weiter verbreitenden amerikanischen AIAs, also da heißt American Institute of Architects oder BIM Forum Vorgaben.
die unserer Meinung nach, und das hat, glaube ich, auch die Entwicklung, das Werk dabei beim VBI, dem Verband Beratende Ingenieure, einen sehr guten Leitfaden rausgegeben, gezeigt, dass die eben sich doch nicht 1:1 abbilden lassen, diese LOD. Und heute möchte ich also, wie gesagt, die Chance nutzen, im Weiteren ganz speziell auf diese beiden unteren einzugehen, also auf dieses Thema ISO 19650. Vielleicht war der eine oder andere bei Ihnen auch irgendwie involviert über einen Verband, hat vielleicht Einsprüche erhoben, ist vielleicht interessiert, wie die ganzen Einspruchssitzungen gelaufen sind. Das wäre so ein Thema. Und das andere ist, sagen wir mal, die zukünftige Entwicklung hin zu den LOXs oder LODs. Darüber hinaus gibt es weitere Entwicklungen, wo ich nicht eingehen kann heute. Das ganze Frage der Kataloge, da gibt es Entwicklungen bei CEN mittlerweile, also so Standards zu schaffen, wie man Katalogdaten austauschen kann, insbesondere hin zu Hersteller- oder Produkttemplates. Es gibt vom DIN Arbeitskreis 1 gerade die Vorbereitung einer großen Umfrage, wo sozusagen auch das Fachpublikum insgesamt befragt werden soll, sozusagen, wo deren Fokus in Richtung Standardisierung sein wird. Das wird zusammen mit Plan Bauen gemacht. Auch das wird zukünftig kommen, ist aber heute nicht Thema. Also gehe ich jetzt mal zuallererst ein auf das Thema dieser ISO 19650. Wie gesagt, ISO 19650 soll ja der Standard sein, der das Informationsmanagement mit BIM beschreibt, also ein relativ zentraler, ja, der sozusagen BIM als ein Managementprozess auffasst, von der Phase 0 bis zum Betrieb. Sehr stark, sagen wir mal, von der Idee kommend aus den britischen Standards oder PAS, also Publicly Available Specifications von BSI, in dem Fall British Standardization Institute, also die ganze Reihe 1192. Ist in Deutschland sicherlich auch ganz wichtig, weil zum Beispiel der Stufenplan, deswegen habe ich das nochmal zitiert hier, ich weiß nicht, geht da der Punkt, ja, verweist er letztendlich auf die ISO 19650 in der Umsetzung als die Norm, die letztendlich das Information Management beschreiben soll. Wie gesagt, die Vorgaben kennen wir, das ist, wie gesagt, diese britische Norm, also diese sogenannte Racetrack, wie immer beschrieben wird, also die Pferderennbahn, wo man einmal losläuft, ganz zu Beginn des Projektes, in dieser Phase 0 mit dem Aufstellen der Auftraggeberanforderungen und ganz am Ende beim Betrieb oder beim Asset- oder Portfolio-Management wieder ankommt. Das ist im Prinzip jetzt als eine ISO 19650, also ISO-Norm in der Entwicklung. Der aktuelle Standard ist DIS, also DIS ist ein Draft International Standard. Das ist ungefähr dasselbe wie ein Gründruck, ja, für ISO. Eine DIS ist etwa der Gründruck. Parallel dazu lief also jetzt auch die Einspruchsfrist oder Einspruchsperiode zum Gründruck. Und also wenn, Wolfgang, wenn dein Zitat richtig ist, muss die 19650 einfach nur grandios werden, weil so viele Einsprüche habe ich selten gesehen. Also, aber ich muss vielleicht eins noch kurz dazu sagen, in Zwischenzeit, also während dieser Entwicklung, dieser ISO 19650 vom Preliminary Work Item, also von Beginn bis zu diesem Gründruck, ist auch nochmal vom CEN beschlossen worden, das im Rahmen dieses Vienna Agreements zu machen. Und Vienna Agreement sagt, dass die Entwicklung parallel läuft und die Abstimmungsverhalten auch parallel läuft. Das heißt, zum gleichen Zeitpunkt, wo wir sozusagen über die ISO befinden, befinden wir auch über die europäische Norm. Also letztendlich ist das eine Abstimmung für zwei Gremien. Das bedeutet eigentlich dieses Vienna Agreement, dass es keine nacheinander Abstimmung gibt, sondern eine zeitgleich parallele Abstimmung. Wie gesagt, was zur Abstimmung stand, waren im Prinzip die ersten zwei Teile dieser 19650. Also das erste sind sozusagen die Grundlagen oder Concepts and Principles und die zweite Teil ist letztendlich die Anwendung für die Planungs- und Ausführungsphase. Also das, was offiziell Delivery Phase im Englischen heißt, also quasi der Bauherr schreibt eine neue Bauaufgabe aus und bis hin zur Übergabe zum Betrieb wiederum, also diese Phase. Dazu lag gleichzeitig eine deutsche Übersetzung vor, weil wenn eine ISO-Norm gleichzeitig durch das Vienna Agreement eine CEN-Norm werden soll, übersetzt Deutschland die Normentwürfe, das war der Hintergrund. Also es gab eine deutsche Übersetzung. Ich persönlich bin der Meinung, man hätte sie lieber nicht geschrieben, weil sie teilweise so schlecht war, dass sie viel mehr Verwirrung unter den Fachleuten in Deutschland gestiftet hat, als zur Aufklärung beigetragen. Ist auch allgemein so anerkannt, dass diese Sprachfassung sehr schlecht war. Sie hat, denke ich mal, diese ganze Debatte unnötig emotionalisiert, um es mal so neutral als Obmann zu sagen, weil einige dieser Einsprüche waren schon durchaus leidenschaftlich. Also man sah schon irgendwo die Planungskultur in Deutschland laufend in Gefahr, wo es um Informationsmanagement ging. Also
wie ich Informationen handle. Es ging nie darum, wie ich plane, es ging nie darum, wie ich Verträge schreibe, es ging nie darum, welche Vertragsarten oder Formen ich anwende. All das stand irgendwo klein drin, dass es nicht Ziel dieser Norm war, wurde aber immer so gesehen. Es gab also, wie gesagt, einen Großteil von Einsprüchen, insbesondere die Kammern, Verbände, also Architektenkammer, Ingenieurkammer, auch der VDI hat da ja Einspruch genommen und eine Reihe anderer. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt endlich zwei wirklich physikalische, also in persona Einspruchssitzungen in Berlin gemacht haben vor 3 Wochen und vorletzte Woche. Um da nochmal die Einsprecher sozusagen an einen Tisch zu holen, um das nochmal wirklich die Positionen durchzugehen. Dazu kam natürlich auch noch, dass der eine vom anderen abgeschrieben hat, also bestimmte Kommentare gab es wirklich 3-4 Mal, hilft nichts. Ja. Ein Kommentar ist einmal nur abzugeben, hat aber natürlich das Prozedere etwas schwieriger gemacht. Wir sind dann nach langem Hin und Her, nach sehr viel Diskussion, ich denke auch sehr, sehr viel grundsätzlich, konnte eigentlich geklärt werden, weil es, wie gesagt, einfach wirklich nicht im Scope dieser Norm war, was formuliert wurde. Dann haben wir im Prinzip dahin gekommen zu sagen, diesen Teil 1, Grundlagen, der ja wirklich als eine Norm mit Empfehlungscharakter geschrieben wurde, wo es darum ging, im Prinzip diese Prinzipien, dieses Informationsmanagement im Sinne von BIM, also digitales Informationsmanagement zu verhandeln, dann auch angenommen haben. Also wir sind dann durchaus auch mit allen Verbänden, auch Architekten und Ingenieurkammer, dann nochmal ins Gespräch gekommen und gab dann einen allgemeinen Konsens, sie anzunehmen. Bei dem Teil 2, wo es sehr stark um die Formulierung geht, letztendlich, wie werden diese, wir in Deutschland sagen wir Auftraggeber, Informationsanfrage wirklich formuliert, welche Kriterien spielen da eine Rolle und so weiter, war die Ablehnung doch sehr stark. Ich denke, wir haben dann nach vielen Diskussionen 3 Hauptpunkte, herauskristallisiert. Das erste ist, dass dieser Teil 2 im Gegensatz zum Teil 1 schon sehr verpflichtend geschrieben wurde. Also im Normierungsenglisch ist ein großer Unterschied, ob ich Shall oder Should sage. Ja, das eine ist eine Verpflichtung, etwas zu tun, das andere ist eine Empfehlung, es zu tun. Ja, und das war also dieses Thema Shall oder Should. Dann hat es natürlich in Deutschland klar aus der Verbändesicht einen ganz großen Aufschrei gegeben, weil alle Bilder, die in der Norm verwendet wurden, natürlich immer diese doppelten Hierarchien gezeigt haben. Ja, es gab immer einen, den ersten Auftragnehmer oben und der verzweigte dann und das 2-mal. Und jeder hat natürlich gesagt, ach, das geht nur Generalplaner, Generalausschreibung, Vergabe. Ja, weil dieses Bild war so sprachlich, ja, diese 2 Hierarchien. In der Norm selber stand aber klar drin, dass es keine Vertragsform vorschreibt. Wir haben es dann so gesagt, dass wir der Meinung sind, dass durch diese ausschließliche Verwendung eben dieser Ikonografie zumindest der Anspruch interpretierbar ist, dass es so gedacht werden könnte und vielleicht missinterpretiert werden könnte und sozusagen im Umkehrschluss dann gebeten, diese Abbildung dann auch durch andere, die vielleicht mal eine Einzelvergabe oder andere Vergabeform darstellen, auch zu ergänzen wären. Und da auch durchaus einen ganz guten Vorschlag gemacht. Und die dritte Hauptkritikpunkt war, in dieser ISO-Norm gibt es einen Annex B, also einen Anhang B, der die Darstellung aus der UK-Sicht zeigt, was letztendlich die BSI 1192 ist. Entschuldigung. Und wenn die es aber so drin bleibt in der Abstimmung, hieß es ja im Prinzip so, dass man auch in den nationalen Normen diesen Anhang B übernimmt und dann noch einen Anhang C Deutschland zufügen kann. Und das haben wir im Prinzip auch als einen Grund genommen, es dann nicht anzunehmen, zu sagen, dieser Anhang B international muss raus, er muss generell ersetzt werden durch einen nationalen Anhang und nicht durch also UK plus, sondern eben jedes Land hat das Recht, einen nationalen Anhang zu formulieren. So ist im Prinzip die Abstimmung gelaufen, die ist heute gelaufen, also kann ich so sagen. Deutschland hat heute abgestimmt, hat heute noch telefoniert. Also das ist im Prinzip unsere Abstimmung. Wie die anderen Länder reagieren, wissen wir noch nicht, wird sich dann irgendwann in 2 Wochen zeigen. Nichtsdestotrotz haben wir auch bei den, Einspruchssitzungen schon formuliert, dass wir der Meinung sind, wenn diese 3 wesentlichen Punkte, ja, also das waren wirklich die wesentlichen Punkte, die sich immer wieder gedoppelt haben, auch in den Einsprüchen, angenommen, entsprechend weiterformuliert werden, dass sich Deutschland dann auch zum Teil 2 bekennen würde. Ja, dass es also nicht sein soll, dass man jetzt hier irgendwie nicht mitmachen möchte. Im Gegenteil, man will weiter mitmachen. Wir werden nächste Woche beim Arbeitsausschusssitzung in Berlin dieses Verhandlungsmandat für die deutsche Delegation beschließen. Auch der Herr Steinhagen, der damit leitet, hat ja auch besonders darum
gebeten, das zu tun, dass also auch ein Verhandlungsmandat da ist. Wir werden den Arbeitskreis 3 beauftragen, das ist also der Arbeitskreis unterhalb des DIN-Arbeitsausschusses, der eben für diese Norme zuständig war, Informationsmanagement, diesen deutschen Anhang jetzt schon mal vorzubereiten, damit man den letztendlich auch in die Weiterentwicklung mit einfließen lassen kann, also nicht nachher übersetzen, sondern jetzt proaktiv werden. Da laden wir natürlich gerne auch die Kollegen vom VDI ein, damit zu machen, weil da ja auch Vorarbeiten da sind, die man mit integrieren kann. Und natürlich, dass wir jetzt auch im Vorfeld bessere Übersetzungen organisieren müssen. Also das darf eigentlich nicht normal passieren. Also da gab es so lustige Übersetzungssachen, dass irgendwie Gebäude geliefert werden und irgendwie einer der Kommentare, Gebäude sind doch keine Pizza, ich bestelle doch keinen Service. Also da muss man wirklich auch besser werden. Auch wenn man natürlich einiges wirklich Befindlichkeiten waren, die nicht in dem Normentwurf drin standen. Ja, dann der zweite Teil, den ich jetzt, heute noch vorstellen möchte, ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Das ist das Thema LOX oder anders gesagt Level of Detail oder Development. Wie gesagt, wir alle, glaube ich, die sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen, sehen schon mal den Begriffswirrwarr, der da entsteht, ja, mit diesen Ds und so weiter. Und wir haben deswegen im Rahmen des CEN, also dieses neuen technischen Komitees BIM, beschlossen, innerhalb dieser Working Group 2 eine europäische Initiative zu starten, dieses Thema, also momentan ist es ein Preliminary Work Item, also eine Vorbereitungsphase, eine europäische Norm zu dem Thema LOD zu formulieren. Jetzt einfach mal, um das einzuordnen, uns geht es nicht darum, die Arbeit zu kopieren, die BIM-Forum andere gemacht haben mit 500 Seiten Excel mit Bildern, sondern es geht darum, Begrifflichkeiten zu klären. Es geht darum, eine klare Definition zu haben, zu sagen, wie das mit anderen Dingen zusammenhängt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen LOD und Leistungsphase? Ja, nein. Bezieht sich das LOD auf ein Element oder auf das gesamte Modell? Also solche grundsätzlichen Sachen. Dann auch, wie man das untergliedern kann. Irgendwie setzt sich ja doch immer mehr durch, dass man in geometrische und informative oder attributive Detaillierungsformen das gliedert, ob das die richtigen sind, die ausreichenden sind und natürlich auch eine gewisse Nomenklatur vorschlagen, also wie man das Ganze dann auch benennen soll. Das ist eine Sache, die gerade angelaufen ist. Der jetzige Stand ist, dass wir quasi in dieser Übergang sind. Wir wollen im Rahmen des nächsten CEN-Treffens in Zürich im Juni dann dieses New Work Item, also das wirkliche Beginn dieser Normierung, beantragen. Ja, nur noch ganz kurz. Also das ist, denke ich mal, die meisten hier schon klar, was LODs bedeuten. Also ich habe jetzt mal nicht die amerikanische, sondern eine englische vorne rausgezogen, aber letztendlich diese zunehmende Detailliertheit der Informationen über die Leistungsphasen eines Projektes. Das Ganze ist aufgehangen, wie gesagt, beim DIN, beim CEN innerhalb dieser 442. Wir haben die Marcia Bolpani gewonnen als Teamleiterin für diese LOD-Definition, haben mittlerweile, glaube ich, schon 12 aktiv beitragende Länder. Luxemburg ist gerade erst dazugekommen, deswegen fehlt dann noch die Flagge, die aktiv mitmachen bei der Entwicklung. Die Frau Bolkani, ein oder anderen wird sie kennen, weil sie hat, glaube ich, im Rahmen ihrer Dissertation eine sehr gute Zusammenfassung gemacht aller LOD-Entwicklungen, die es so gibt, einen richtigen Stammbaum sozusagen, wo es irgendwann mal angefangen hat und weitergegangen ist. Also einfach mal, um das Ganze einordnen zu können. Und wir haben heute, und das macht es auch natürlich relevant, im Rahmen auch von Building Smart gesprochen, hier eine Projektgruppe zu gründen, ja, die über LOX mit dem Sprecher Matthias Braun. Bist du da? Ah, okay, war noch da, sonst hätte man vielleicht mal vorstellen können, um einfach zu sagen, dass es ganz gut wäre, gerade bei solchen Themen, die auch sehr praxisrelevant sind, auch von vornherein einfach ein Feedback zu haben, dass es nicht zu theoretisch wird und dass man sozusagen hier eine gegenseitige Zusammenarbeit findet, dieses Thema LOX weiterzubringen, auch dass natürlich Deutschland dann auch mit entsprechenden Hintergrundinformationen auch international auftreten kann. Das freut mich, dass es auch so heute soweit gegründet wurde. Alle, die interessiert sind, kann man dann nur dazu aufrufen, sich daran zu beteiligen, entweder hier bei Building Smart oder wenn man auch möchte, auch der Arbeitskreis 2 bei DIN kann auch durchaus noch das ein oder andere Mitglied eines sogenannten interessierten Kreises mit aufnehmen. Ja, das waren eigentlich meine Vorstellungen für heute über die internationale Standardisierung. Wie gesagt, andere Dinge konnte ich nicht behandeln, aber ich denke mal, das waren vielleicht die zwei wesentlichen. Und ich vermute mal, der eine oder andere wollte auch die aktuelle Geschichte zur 19650 hören. Danke sehr.